So sind sie zusammen und feiern das Fest wie jedes Jahr, so war es braucht. Im Gedenken an jenes Ereignis in Ägypten und diese Nacht, als die Sklaverei endlich ihr Ende fand. Noch immer lebendig und fast zum Greifen nah, die Geschichte des Lammes und dem Blut an der Tür, das dem Engel des Todes den Zutritt verbot, zum Zeichen, dass anstatt ein Lamm gestorben ist. Und als sie schon essen, nimmt Jesus das Brot, segnet, bricht er es in zwei. Er dankt für den Kelch mit dem Wein, der darin ist, und reicht es zu denen, die ganz nah bei ihm sind. Nehmt und esst, denn dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Seht ihr den Kelch, seht ihr den Wein darin, tut ihn, denn das ist mein Blut. Dieser Wein ist mein Blut, das ich für euch vergieße. Ich sterbe für euch, dass ihr lebt. Ich sterbe für euch, ich sterbe für euch, dass ihr lebt. Ich sterbe für euch, dass ihr lebt. Dass ihr lebt. Und noch immer nach 2000 Jahren etwa ist die Geschichte dieses Festes zum Greifen nah, weil dieses Passahlamm kurz darauf in der Nacht sein Leben für alle als Lösegeld gab. Es ist alles gerichtet am Tisch dieses Herrn, das Brot und der Wein, sie stehen bereit, sie sind Zeichen des Bundes, gegeben von Gott. Und ich esse und trinke und ich klinke mich ein. Nehmt und esst, denn dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Seht ihr den Kelch und seht ihr den Wein darin, trinkt ihn, denn das ist mein Blut. Dieser Wein ist mein Blut, das ich für euch vergieße. Ich sterbe für euch, dass ihr lebt. Ich sterbe für euch, ich sterbe für euch, dass ihr lebt. Ich sterbe für euch, dass ihr lebt. Dass ihr lebt. Dass ihr lebt. Dass ihr lebt.